Anche Ponte, se in subunizione per intenderci, Ponte, anche lui alla maniera dei già citati Zico e Platini, o meglio alla maniera di Bregui. Anche Ponte, se in subunizione. Ponte di Zürcher mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. Und er nützte sie gleich zum 1:0. Dieser. Und auf Ponte der Nächste. Das 4:0 durch Raimondo Ponte in der 13. Sulzer gehörte nicht zu ihnen. Sulzer hier am Ball. Auch er mannschaftsdienlich. Hier zu Verli, dann Lattner. Ponte und Ponte zum dritten Mal erfolgreich zum 7:0 Schlussergebnis. Das in der 34. Minute besorgte das 2:0. In der 75. und Egli mit einem prächtigen Hochexschuss. Jara. Ponte. Sehr antrittsschnell. Und Tor. Bereits in der 5. Spielminute ein herrlicher Treffer von Raimondo Ponte. Der Ball passte wirklich genau. Herrlich, das Tor schon bei der allerersten Torchance, beim allerersten Abschlussversuch der Grasshoppers. Ponte gut seine Ballannahme, hervorragend sein Antritt, der gleich drei Wettinger versetzt. Und dann auch sein Schuss. Stellte Ponte mit einem präzisen Freistoß den alten Abstand wieder her. Shelly Baum, Flanke. Und Ponte erzielte die 1:0-Führung für die Zürcher. Ponte an Zürs vorbei und clever und kaltblütig. Das 3:0 für die Grasshoppers durch Ponte in der 52. Une, deux. Entre Müller et Ponte, et Ponte signe son troisième but. 2:0. Gerade im richtigen Augenblick wurde wieder auf das Spiel eingeschaltet nach der Zeitlupe. Hier das Tor nochmals, das 2:0. Und Ponte, das muss Tor sein. 3:0. Nochmals die Aktion, weiter Abschlag von Berwick. Devcic gerät aus dem Gleichgewicht und Ponte geht alleine los und kann eigentlich mühelos Burren schlagen. Geze führt jetzt am Ball. Netzer und ein herrliches Tor von Netzer. 4:0. Durch Netzer. Hier die Aktion nochmals. Bauer. Netzer läuft rechts mit. Kommt jetzt an den Ball. Zieht alleine los und drückt links ab. Haltbar nach meinem Dafürhalten. Netzer schießt sein erstes Meisterschaftstor für die Grasshoppers. Wieder Ponte. Und diesmal ließ sich Ponte die Chance nicht entgehen. 5:1. Für den Stadtclub. Hier Ponte, überlegt und ruhig zum 5:1. Christinger zum fünften Mal. Die genaue Vorlage hob Ponte gekonnt über den weit vor dem Tor stehenden Böckli hinweg ins Aarauer Tor. Dieser Angriff dann zum hochverdienten 1:0. Ponte profitierte von der schlechten Zürcher Abwehr im Stile eines Slalomläufers und kurfte er alle und er bezwang schließlich den etwas früh aus dem Tor geeilten Rufli sich. Ponte aus dem Hinterhalt. 1:0 für die Grasshoppers. Zu diesem Zeitpunkt vielleicht eine glückliche Führung. Berger versuchte abzuwehren, wie Sie gleich sehen werden. Und vielleicht ist der Ball auch noch von einem Verteidiger abgelenkt worden. Unerreichbar für Knutti. Zeit 26. Minute. Nun verstärkten die Grasshoppers ihr Pressing, ließen den zu treten, das Duell Ponte gegen Engel.
3:1 in der 18. Minute der zweiten Halbzeit. Durch die Zürcher. Ausgehend wieder von Jara. Verli. Egli. Ponte. Fringer kann Sulze nicht halten. 4:0, das 8. Meisterschaftstor. Ponte. Schnell. Schneller und immer noch schneller vorbei an Rankin. Absatz Kohler, Sulzer und 1:0 für die Grasshoppers in der 15. Spielminute. So kommt, dass er ausgerechnet in dem Spiel gegen uns so eine super Partie gespielt hat. Das war der Freistoß von Raimondo da Ponte in der 9. Minute. Ja, wir verbringen meistens Ferien miteinander in Arosa. Und da haben wir gesagt, wenn wir hier und da mal ein Gläschen trinken, dann könnten wir doch einen Weg machen. Und darf ich nicht unterbrechen? Ja, klar. Reklamiert er immer, da zu kommen. Ich glaube, das ist der Goalie, der mehr reklamiert als sie. Ich glaube schon fast. Vor allem rennt er noch viel rum nachher. Also, ich mache es nicht, weil ich wahrscheinlich einfach zu faul bin dazu. Aber er hat auch die Unsitte, dass er immer im Schiedsrichter nachrennt. Jetzt aber noch mal schnell zu dem Meiterli. Nein, zum Champagner. Champagner. Eben. Wir haben einfach abgemacht, damit wir mal etwas miteinander gügeln können in der Ferien, dass wenn er mir ein Goal schiesst, dass ich immer Flasche Champagner muss zahlen muss. Und das, wenn GC. Oder auch die Mannschaft. Trainer gegenüber. Sicher viele Diskussionen gelaufen. Wir haben uns immer wieder zusammengerauft und so den Titel können erringen. Claudio Sulzer, Trainer Johansen, Roger Verli, Thomas Nickel, Roger Berbig, Rolli Interbizin, Oscar Bulli und Raimondo Ponte. Guillaume, raté, ballon fait, toléré, et but! Contre-attaque sur une erreur défensive, colère. Si je ne fais erreur, il y a eu erreur défensive. Tir croisé, Ponte. C'est ça, disons, l'angle favori. 23 mètres. Ça peut être décisif dans cette rencontre entre Grasshopper Club et Dynamo Minsk. Ponte et but! Fantastique! Ponte, 2-1 pour Grasshopper! 2-1 pour Grasshopper sur Coffran. Alors, ah oui, remarquable! Remarquable! Ponte! Gut gemacht. Sehr schön. Fantastisch ist das. Sehr schön. Fantastisch. Und ich kann, glaube ich, den Torhüter von Honved Andrus einen Fehler freisprechen. Der 50 Meter Pass von Jara. Ponte läuft in die Lücke. Links kommt Notch und Ponte schießt sofort, trifft die weitere Torecke. Der Torhüter steht. Bisschen falsch vielleicht. Er musste alles. Gegen jede Mannschaft eine Chance haben und gehabt haben, wenn wir zuerst auswärts spielen können. Die will ich immer mit dem Quäntchen Glück, das wir dort sicher gehabt haben. Jetzt ist sie nicht drin und wir machen immer noch gesehen, werden wir ein Goal überkommen. Also, das ist sicher. Anfangs Schwierigkeiten. Jetzt bereitet schon sehr schön, läuft Rudi Elsner jetzt. Und es kommt ein sehr kluger Rückpass. War ein sehr schön herausgespieltes Tor, das wir nicht. Das Problem, wenn man da vorführt, da können sie nur noch einen Bauen. Wollen wegnehmen, also das muss hinterher setzen. Und dort alles das Loch müssen zumachen. Ich habe überlegt, weil ich, dass ich soll nehmen soll. Nein, also vor dem Spiel hätte ich eigentlich noch die andere Ecke genommen. Aber in dem Moment habe ich mich für die linke Ecke entschieden. Der Goal war ziemlich früh am Boden, gewesen, das ja. Bevor ich am Ball gekommen bin.
Ponte. 20 Meter außerhalb des Strafraums. Seguiamo intanto il bel gol di Ponte, quello che porta il risultato sul 4-0. Calcio di grossa caratura, anche se la Roma si è presentata senza il minimo allenamento e quel che più conta senza Tonini. Ponte Budapest mit einer ganzen Reihe von Ungarn. Rechts außen Ponte. Ponte, der Ball ist immer noch im Spiel. Gut gespielt von Ponte auf Koller, der schießen kann. Wieder die Grasshopper. Sie machen also wahr, was Blažević von ihnen verlangt hat. Ponte. Müller. Lauscher hat nach rechts gewechselt und schickt hier Ponte. Ponte ist vorbei. Gut, dann wird was auf Werner. Ponte. Ja, das war, man kann sagen, auch geschickt gemacht von Ponte, denn der gute Garabá konnte sich ja schließlich nicht in Luft auflösen, als Ponte an ihm vorbeirennen wollte. Ponte hat das Beste draus gemacht und der Schiedsrichter. Die beiden Spezialisten stehen bereit, Ponte und Jara, vermutlich wird auf der linken Torseite jetzt Ponte den Freistoß treten. Und er hat es beinahe geschafft. McGray gets the ball to Robertson. Gray, Robertson. And Ponte takes over for Forrest and gets right in behind Leicester. Ball poked back and another one. Gary Mantles. And Ponte takes the applause because it was he who made it. Look at the ease and skill with which as Swiss International opened up Leicester once again. The ball knocked back, Bertels the left peg, goal number 5. Dank diesem Kopfball von Verteidiger Francis Montandon. Zwei Wochen später im Rückspiel 1-0 für Bastia durch Claude Button. Das Stade Furiani in Bastia explodiert. Die Fans feiern den größten Erfolg der Clubgeschichte. UEFA Cup Finalqualifikation für den Fußballzwerg aus Korsika. Duell Ponte gegen Engel.
3:1 in der 18. Minute der zweiten. Wir haben den ersten noch durch ein abgefälschtes Weitschussgoal. Ich glaube, der Richie Bauer hat den Ball abgefälscht noch zum 1-0. Wir haben dort knapp verloren. Ich kann mich noch gut an den Ausspruch erinnern vom Trainer Jans, der gesagt hat, heute haben nur die Nummern 1 bis 5 gut gespielt, die anderen haben gar nicht existiert. Das war natürlich ein Superstar, schon in der dritten Minute, der Rudi Elsen, das 1:0 auf dem Boden, wie er halt im November ist. Das war am 2. November. Da haben wir in der 35. Minute das zweite Goal von Rudi Elsener, das 2:0. Eine Bombenstimmung war damals auf dem Alto. Auch wenn es nur 5.500 Zuschauer hatte. Jetzt kommt gerade das 3:0. Raimondo, Kopfball, sehr schön. Auch eines der wenigen Kopfballgoals, ne? Von Raimondo. Es war ein denkwürdiges Spiel, da ist Zürich praktisch überfallen worden von der Korse. Wieder ein Penalty, Vigi, und wer schiesst ihn da mal? Immer noch wieder Raimondo Ponte. Wenn wir schauen, wen er nicht, dass er da mal nimmt. Und wie der Roger sagt, wieder mit innen ist oder wie er es macht. Es ist immer schwer für ihn. Es ist immer auf der Kippe gestanden, immer Spielstand, wo jeden Ausgang möglich war. Das wird er. Mit der 7, Sissian Flaver, mit der 10, Raimondo Ponte. Freistoß für die Schweizer. Distanz 25 Meter. Und natürlich Sissian Flaver. Die Mauer mit 5 Mann. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Haben Anspiel, sie spielen 4 Egli, 5 Geiger, Mittelfeld 6 Wehrli, 7 De Castel, 8 Favre und im Sturm mit der Nummer 9 Sulzer, mit der Nummer 10 Ponte und aushalten, durchhalten, 90 Minuten lang. Die Schweizer, denen ja ein Unentschieden nicht genügt. Ponte, Elsener. Ja, bei diesem holprigen Boden kann das natürlich passieren. Und ein Handspiel des Schotten, ein absichtliches Freistoß für die Schweiz. Distanz zum Tor 17 Meter. Der Spezialist für solche Sachen heißt Lucien Favre. De Castel setzt sich den Ball, auch er hat schon Freistöße versenkt. Stehen beim Ball und lassen die schottischen Abwehrspieler im Ungewissen, wer schießen wird. Ob der Ball links oder rechts an der Mauer vorbei fliegen wird, das kann man noch nicht feststellen. Goal! Sulzer! 1:0! Da geht die Schweiz in Führung nach diesem raffiniert getretenen Freistoß. Und Sulzer, Sie sehen es, startete schon, bevor er überhaupt wissen konnte, dass der Ball zurückspringt.